Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 17. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 747 und ich habe die folgenden Themen für euch mitgebracht. Gefaltet, Motivauswahl, typischerweise Apple Arcade und Spectral Edge. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema, Samsung und die 1 Million verkauften Galaxy Fold. Zumindest wurde das erzählt am TechCrunch Disrupt Event in Berlin und das sei anscheinend nicht ganz so. Der junge Herr, der die Zahl da kommuniziert hat, sei ein bisschen mit den Zahlen durcheinander gekommen. Das Ganze sind nicht die Zahlen, die Samsung verkauft hat, sondern die sie hätten verkaufen wollen. Also der Plan vom Marketing und Samsung als Gesamtkunstwerk, als Firma besser gesagt. Ja. Schade, ich hätte es Ihnen gönnen mögen. Leider wurde natürlich die genaue Zahl nicht genannt, welche bis jetzt verkauft wurden. Ja, wir werden es sehen. Im nächsten Jahr sind ja einige, glaube ich, 2 oder sogar 3 Modelle, wenn man Gerüchten Glauben schenken darf, in Arbeit und kommen dann raus. Ich bin extrem gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Das Photoshop für den iPad hat ja ein Jahr Verspätung gehabt, bis es rausgekommen ist. War vor circa eineinhalb Monaten war es circa, glaube ich, soweit, als es rausgekommen ist endlich. Und da hat man angekündigt, dass im nächsten Jahr ein Update oder mehrere Updates kommen wird mit neuen Funktionen und weiteren Funktionen voran. Jetzt kurz vor Jahresende hat das Update, hat es doch schon ein Update gegeben auf die Version 1.1. Und die größte und nützlichste Neuheit, die gekommen ist, ist sicherlich die automatische Motivauswahl, da ich ja mittlerweile auch zu den erlauchten Kreis gehöre, die da fleißig Geld in Richtung Adobe schieben, damit sie das Komplettpaket haben, werde ich mir das nächstes Mal ausprobieren, weil ich habe mich bis jetzt immer schwierig getan beim selber Auswählen, beim automatischen Auswählen ist das Ganze natürlich viel einfacher, hoffe ich doch, in Zukunft beim Retuschieren meiner Bilder, als hätte ich das schon mal gemacht. Ich muss mich mal darum kümmern. Genau, ich gehe weiter mit einer neuen Tastatur, was heißt neu, einer der neueren Tastaturen, die es auf dem Markt gibt für iOS und für Android. Eine Schweizer Erfindung, Typewise-Tastatur nennt sich das Ganze, ist von der unter anderem, wenn ich es richtig verstehe, aus der ETH herausgekommen. Und da ist ein patentiertes Tastaturenlayout im Hexagon, also im Sechseck. Mein Gott, zählen muss man können, doch Sechseck, genau. Und bietet euch bis zu 80% weniger Tippfehler an dadurch, da die einzelnen Buchstaben größer sind, besser angeordnet sind und auf das Zwei-Finger-Tippen ausgerichtet sind. Ich tippe ja schon ein Weilchen mit der Tastatur rum, habe ich am Anfang extrem schwer getan mit dem Löschen. Das geht aber eigentlich sehr einfach mit einmal von rechts nach links wischen oder einen längeren Wisch für mehr Löschen und solche Geschichten. Es braucht ein Weilchen, bis man drin ist, aber wenn man mal drin ist, kann man damit richtig gut tippen. Ich brauche noch ein bisschen und bin sehr, bin gespannt, ob ich es schaffe, meiner Frau das Ganze auch beizubringen oder näher zu bringen, besser gesagt. Und natürlich auch anderen. Wenn ihr die schon ausprobiert habt, lasst es doch mal in den Kommentaren oder noch lieber über Social Media und über die ganzen Chat und was gibt's da noch? E-Mail-Funktionen wissen. Genau. Der Spieledienst Apple Arcade gibt's nicht nur im Monatsabo. Neu dazugekommen ist auch ein Jahresabo. Und da spart ihr ein bisschen was. Ich habe hier leider nur die Europreisen. Da ist statt 60 nur noch 50 Euro pro Jahr dann fällig. Logischerweise kann man dann nicht mehr monatlich kündigen, sondern erst auf das nächste, also auf den vollendeten Zeitraum, auf das Jahr. In diesem Sinne, wer sowieso gerne und fleißig unterwegs und am Apple TV und am Mac spielen mag und wem die Spiele gefallen, der sollte da zuschlagen. Man kann sparen und das ist ja meistens nicht verkehrt, wenn es möglich ist. Zu guter Letzt habe ich noch eine Übernahme, die es Ende der letzten Woche gab. Spectral Edge, ein britisches Startup, das sich darum kümmert, um Fotos besser zu machen, vor allem die im Bereich des Lowlight, also schlechtem Licht, aufgenommen wurden.
Und die möchten da oder machen da mit Maschinen, also mit AI, mit maschinellem Lernen, eine Verbesserung draus. Sie haben da einen Algorithmus entwickelt, der die Farben, die Details, die Schärfen etc. besser rausnehmen. Da dürfen wir gespannt sein, wie schnell das in Apples iOS einfließen wird und dann die Foto-App wahrscheinlich im Nachtmodus deutlich aufwerten wird. Wir dürfen gespannt sein. Und ja, das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für diesen Dienstag bereit hatte. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Mittwoch wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.